Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir den, ach, wie hieß der Pass nochmal? Den Gebirgspass von Fendel durchquert, sind kurz vor dem Haufen von Zavert angekommen. Der Haufen, der nach Zavert führt, sind da sind wir angekommen. Und jetzt gehen wir da rein. Bams! Epic Plot Twist. Was? So, mal gucken, was haben wir denn hier? Als erstes will ich mal meinen Mixer aufladen. Dankeschön. So, Traumgummi brauchen wir nicht, ne? So, haben wir irgendwas versteckt? Sieht so, was? Okay, ich dachte, ich wollte nur gucken, okay? Tut mir nicht weh. Man merkt, die Hafenmusik war bis jetzt immer die gleiche, nur ein bisschen anders. Macht Sinn, ne? So. Hallöchen. Ein wenig mal dieser Kälte das Gepäck schleppen lassen, das können Sie meiner Meinung nach ruhig den Männern überlassen. Boah. Stell ich mal nicht so an, hallo. So. Ja, aber ich könnte mir für den Zabat-Soldaten zufrieden. Ihr habt keine Chance. Ah, ich suche jemanden bestimmten. Freikreis ist mehr oder weniger das Einzige, was hier am Hafen angeliefert wird. Mein Gott, wenn ihr nicht, könntet ihr nicht zaubern oder so, das wird alles, oh Gott, ich wollte noch gar nicht leiden. Könnte alle Probleme lösen. You seem to know a lot about this country. Is that a problem? No, not a problem, it's just interesting. The captain's crazy old, he probably knows about everything by now. Tactful as always, Pascal. Ja. Don't change the subject. I'm not. I'm only like 22. And so 22. Gramps here might be all kapow. And then... Ich habe mal in einem Part gesagt, sie ist 21. Anscheinend ist sie 22. Tut mir leid. I didn't mean the subject of your age. Don't fight. Sorry about that, Pascal. Oh, no worries. Doesn't bother me. So, das war komisch. So, hey, hier ist eine Truhe. Lachs. Geil. Mal wieder Fisch. Was haben wir mit den ganzen Fisch? Nationale Krabben-Omelett-Tag. Was? Krablets. What? Suddenly Krablets. Krablets a lot. You mean crab omelets? Yes, Krablets. I love them. Is that right? Well, I guess my favorite food is... Krablets. No, it's not Krablets. It should be. The Krablet is the finest food in the world. In fact, I think they should make National Krablet Day. She's like a whole different person. Sie ist merkwürdig und gruselig. Sie gefällt mir. So. Auf nach Zavert. Ah, kann man zurücklehnen und den Schnee auf den Schiff herniederprasseln lassen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier skippen sollte. Das könnte ich eigentlich hier, seht ihr, okay. Aber wahrscheinlich kommt irgendeine Cutscene noch dazwischen, deswegen skippe ich mal nicht. Ah, Krablets. Ah, okay. Auf nach Zavert. Natürlich kommt eine Cutscene. I have no memories of my past. All I can remember is being with Asbel and the others when we were children. They say I died protecting them. What does it mean to die? And why does it scare me? Everything is so cloudy, so dark. I want to remember, but I'm afraid. Will I die again someday? And then meet everyone again like I did this time? I refuse to trust people I know nothing about. Come on, Hubert. You still doubt them? Ha! If anything, my doubts have grown more urgent. Those two are hiding something. Mark my words.
you dislike people you know nothing about? Well, yes, I suppose I do. So you don't like me? Huh? I don't know anything about myself. Does that mean you dislike me? Such dir deine Worte jetzt weise aus, Hubert. No, it's not. You're not hiding things from us, Sophie. You just can't remember. It's different from what they're doing. So it's okay to not know if it's because the person forgot? Well, yes, I suppose so. Sophie, where's all this coming from? Nowhere. It's nothing. Okay. Jetzt mit einem einfachen, es ist nichts, immer aus der Welt geklärt ist. Das habe ich schon in Tales of the Abyss nicht gemocht. Sophia hat den Titel von Sorgen geplagt. Ist ein vernünftiger Titel? Der ist hier oben, der muss vernünftig sein. Ja. Ja, komm. Weiß nicht, was ich vorher ausgerüstet habe, der war vielleicht viel besser, aber egal. Ah, als ich ein junger Mann war, nannten mich meine Freundin Katar-König. Es lag an meinen unübertroffenen Leidenschaft für magische Katar. Doch eines Tages befahl mir meine Mutter, dieses nutzlose Zeug wegzuwerfen. Als ich mich weigerte, nahm sie die Angelegenheit selbst in die Hand. Als ich nicht da war, okay. Keine Sorge, ich werde euch nicht bitten, mir eure magischen Katar-Karten zu geben oder etwas in der Art. Ich möchte nur mal wieder ein paar anschauen. Je mehr ihr mir zeigt, desto reicher werde ich euch belohnen. Okay. Nicht so berauschende Belohnung. Ah ja, es gibt nichts Besseres als magische Katar-Karten. Hier Traumgummi und... Okay, wir haben 15 auf jeden Fall. 20, geil. Verdammt. Ich will das Fragezeichen haben. Hier rein. Müssen wir vor der Hauptstadt sein irgendwo. Hier ist keiner, das heißt, wir können ja plündern. Was sehen Teil? Ich nehme mal mit. Hier sind wahrscheinlich irgendwo noch viel wertvolle Sachen drin, aber wir nehmen den Pastetenteich weg. Warum denn nicht? So, wir müssen jetzt eigentlich vor Sabbert sein, wenn ich mich nicht irre. Hey, da ist Sabbert. Wer hätte das gedacht? Aber ab zur Hauptstadt. Sabbert. Bams. So, endlich angekommen. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich das letzte Mal gedacht habe. Sabbert, die eiserne Metropole. So, this is Fendel's capital, huh? The fog sure is thick here. Steam is the main source of power in Zafford. The fog you see comes from their machines. You sure studied up on this place. It's common sense to know about your potential enemies. Is Strada planning to war with Fendel? That possibility has been under some consideration. But that would leave Laund caught in the middle. We can discuss such matters later. We should go before the guards become suspicious. Right. Keep your eyes peeled for anyone who might be able to help us. Ach, wir suchen einfach den auffälligsten Charakter überhaupt. Oder wir gehen einfach ein paar Schritte weiter, bis irgendwas passiert. Wie erkennen die das? Step aside. I'll take care of this. We've just returned from a mission in Windor. Windor? What kind of an idiot do you take me for? My name is Malik Caesar. I have my credentials right here. Well, this all seems to be in order. I trust this clears up our little misunderstanding. Now, with your leave, we must report to Chancellor Eigen. You're meeting with the Chancellor? Yes, and I would hate to inform him that you were the reason we were delayed. Please, no! I'm sorry. Come on, man, let's get out of here! Get out my way, P.
bitch. Frankly, I'm surprised they fell for that. How in the world did you get Phandolian military credentials? I had them prepared some time ago, just in case. You had them prepared, huh? Let's hurry up. There's no telling when they might catch on. Okay. Werden ihr nie im Leben merken. Das werdet ihr nie im Leben merken. So. Okay, Residenz. Was haben wir denn hier? Hi, wer bist denn du? Mami? Ich bin nicht deine Mami. Meine Träume sind zerstört. Wer bist du? Ich bin Sophie. Entschuldigung, dass wir hier so reinplatzen. Wir gehen schon wieder, ja. Warum platziert ihr euch einfach hier vor dem Bett von irgendeinem kleinen Mädchen oder Jungen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube Mädchen. Nein, bitte bleibt. Meine Mami kommt erst spät nach Hause und ich bin so einsam. Na gut, dann bleiben wir. Fein. Weiß also Lara? Passt du wirklich immer ganz allein auf das Haus auf? Ich könnte das nicht. Ja, und in dem Alter? Meine Mami hat so viel zu tun, weil sie für die Regierung arbeitet. Aber keine Sorge, mir geht's gut. Das klang vorhin nicht so. Nicht schlecht, die wenigsten Kinder zeigen solchen Einsatz. Stimmt's, Pascal? Du kannst das auch, Pascal. Danke! Ich weiß nicht. Und was macht ihr so? Arbeitet ihr auch für die Regierung wie meine Mami? Tja, wir sind hier einfach eingebrochen in diesem Land. Das ist ein Geheimnis, streng geheim, wir dürfen es keinem erzählen. Oh, cool, dann seid ihr also Spione? Kann ich bei euch mitmachen, wenn ich groß bin? Wir überlegen es uns. Juhu! Sag mal, Lara, wann bleibst du eigentlich die ganze Zeit im Bett? Sophie, das ist unhöflich. Schon gut, ich bin krank, schon seit meiner Geburt. Aber ich würde gerne wenigstens einmal das Haus verlassen. Das tut mir leid, Lara. Schon gut, ich bin daran gewöhnt. Aber es wird einsam hier, wenn ihr wieder weg seid. Vielleicht sogar ein bisschen gruselig. Tschüss. Sie haut einfach ab, eiskalt. Hier, was ist das? Stell dir vor, das bin ich. Sophie? Schenkst du mir das? Wirklich? Ja. Oh, danke. Ich werde immer darauf aufpassen. Ich bringe dir später noch mehr. Viel mehr, damit du nie wieder einsam sein musst. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, ich freue mich nur. Danke, Sophie. Gern geschehen. Gut, aber jetzt gehen wir wieder. Kommt mich bitte wieder besuchen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Erstmal. Da meint man, jemand durchschaut zu haben und dann macht er etwas vollkommen Überraschendes. Mit so etwas hätte ich bei Sophie nie gerechnet. Sie hat etwas Gutes getan. Du sollst dich freuen. Ja, das hat sie. Ach, wir tun doch viel mehr Gutes hier vollbringen. Schau mal hier. Hier, bitte. Das ist aber schwer. Was ist das? Hat es einen Namen? Das ist, Buschbaby. Nur alte Leute kennen ihn. Hallo, Herr Buschbaby. Freut mich, euch kennenzulernen. Oh, was ist das schwer? Kannst du mir mal bitte abnehmen? Hey. Ja, wir können jetzt die ganzen Puppen hier abgeben, die wir irgendwo gefunden haben. Irgendwann mal. Hier, bitte. Pittern. Nein, wer hat das Brot? Er heißt doch Pittern, oder? Nein, SpongeBob Schwammkopf. Nein, angeblich heißt er Mojikun. Ich dachte Pittern. Aber egal. Er ist ja so niedlich. Und so wurde SpongeBob geboren. Hier, bitte. Wie süß. Aber was ist das?
Ein Noko. Angeblich fressen Katzen sie. Hallo Noko, willkommen in mein Zuhause. Kann ich dich auch essen? Ah, hier, okay. Okay, wir haben keine weiteren. Ein paar müssen wir, glaube ich, sogar noch herstellen und so, ich weiß es nicht. Wow, 15 Minuten schon. Dann mal gucken. Rede mit den Dorfbewohnern. Warum? Der ursprüngliche Name des Turms lautet Eisendorn. Man kann ihn sogar vom Hafen aus sehen, nicht? Das hat's ja voll gebracht. Gehen wir woanders hin. Nach da hinten. Ein Plüschtier kaufen? Eine Plüschkatze, sie kostet nur 10 Gold. Geil. Wenn man sich einsam fühlt, ist sowas immer ganz nett. So, gehen wir direkt ab. Damit Lara auch ein bisschen mehr Gesellschaft hat. Ich hätte ehrlich gesagt voll Angst hier mit so vielen Puppen durch die Gegend. In mein Zimmer. Buh. Hier bitte. Eine Katze, wie niedlich. Oh, Moment. Oh, das ist doch ein Hund. Wie heißt er? Katz. Hallo Katz, willkommen in mein Zuhause. Und willkommen, Sophie. Okay. So viele Stofftiere. Sie schauen in ihre Seele. Das ist voll gruselig. Buh. Egal. So. Hallöchen. Bitte sehr, das sind die letzten Anweisungen. Das ist eine ziemlich lange Liste. Wollt ihr etwa einen Laden überfallen? Nee, das ist für... Na, ihr wisst schon. Ah, richtig. Also, glaubt ihr, dass es funktionieren wird? Warte, die erzählen mir doch nichts. Aber mir ist das was zu Ohren gekommen. Lasst mich hören. Anscheinend fährt der oberste Boss vom Wissenschaftsministerium regelmäßig aus der Stadt. Das heißt, wir sind nah dran. Dann kann ich mir also Hoffnungen machen? Nein, absolut, mein Freund. Hier wird bald eine Menge los sein. In Ordnung, ich komme wieder, um die Ware abzuholen. Wir haben nichts gehört. Das Wissenschaftsministerium. Geschieht bald etwas? So, Ausrüstung können wir, glaube ich, nicht kaufen. Upsala, Entschuldigung, bin ich an mein Mikro gekommen. Leider können wir nichts kaufen im Moment. Das heißt, wir müssen wir mit den Dorfbewohnern reden. Wer hätte das gedacht? Erstmal gucken wir mal. Dem Leid ein Ende. It's difficult for me to believe Strada and Fendel are on the verge of war. So, what will happen if there's a war? Is everyone going to... Es wird Blut geben, sehr viel Blut, Sophie. What will happen? Asbel won't, I won't, even Hubert won't. But whenever I think about dying, I get scared. It's like my whole chest tightens. What? I wonder if that's a part of her remembering the time she protected us. Come here, Sophie. I'm sure you just had a bad dream. There's nothing for you to worry about. We're here for you, no matter what happens, okay? It's our turn to make sure you're out of harm's way. Sharia? We've already gone through so much. I don't want anyone to have to suffer again. Oh, eine überraschende Theorie, direkt was Neues. I see. That's a great point. Well, it was fairly obvious. What's going on? We're checking out Asbel. Doesn't he seem a little strange to you? Maybe. Guess I should just ask him. Hey, Asbel! Hmm? Listen, you've been acting all distant lately. Did something happen? Well, Pascal? Yeah? The truth is, it's... Surprise! Huh? What? Happy birthday! Pascal? Oh my gosh, what? You guys are the best! Something like that? Something like what? Was? Was war das denn? Für ein Red? Egal. Suddenly Birthday Party. Oder auch nicht. So, okay. Anfragen. Was gibt's denn hier? Rotwein. Ja, super. Hier gibt's ja gar nichts. Rockkong. Rohmaterial. Krabbe. Teurer Schreibtisch. Und hier ist ein Abfalleimer. Abfall weggeworfen. Ja, das können wir also mit dem Abfall machen. Hebt den Müll auf und werft ihn in den Eimer. Man sollte meinen, das sei nicht so schwer, aber ich krieg das einfach nicht hin. Ich weiß, was ihr meint. Ja. The fuck? Wer sind diese Leute? Wir haben auf jemanden wie euch gewartet.
Auf jemanden wie mich? Und wer sind all diese Leute hier? Industrieabfälle stellen in Safford es ein immer häufigeres Problem dar. Es fällt wegen des Schnees nicht so auf, aber die Stadt versinkt im Müll. Also halten wir auch schon noch jemanden, der den Eindruck erweckt, auch ab und zu mal die Initiative zu ergreifen. Was hat das mit diesen Leuten zu tun? Aus diesem Grund ernennen wir euch hiermit zum neuen städtischen Minister für Umweltbeanlage. Was? Keine Ahnung. Glückwunsch. Jetzt wartet doch mal. Glückwunsch. Glückwunsch. Minister für Feuerwehrmänner. Ja. Hip, hip, hurra. Damit erkläre ich eure Vereidigungszeremonie für beendet. Ein Hoch auf den neuen Minister. Wartet einen Augenblick, beruhigt euch einmal kurz und... Hoch! Nicht du auch noch? Es ist doch Wahnsinn. Warum schickt ihr mich in die Hölle? So, Umweltminister. Okay. Was für sehr merkwürdige Ereignisse. Wir treffen immer merkwürdigere Leute. Oh. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Passwort hier ist. Noch nicht. Aber mal gucken. Eieiei. Hi. Plündern? Nein, okay, tschüss. Ich bin nur zum Plündern, ja, okay. Damit wir hier eins schon mal klargestellt haben. Oh, hi. Ein Blutrosensamen. Geil. Was, da ist noch was. Reis. Na gut, dann. Mein Gott, die Episode ist schon wieder voll lang. Darf ich noch mal kurz gucken? Terra Schreibtisch. Ich kann ja keinen Laden nutzen. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.